Das darf ich dir nicht sagen, okay? Das Das ist ist geheim. ganz allein meine Sache. Ach komm, mir kannst du es doch sagen. Ja, klar, jetzt sind wir ein paar Sekunden aus diesem beschissenen Raum raus, wo wir geschworen haben, dass wir nichts preisgeben und jetzt müssen wir es schon irgendjemandem erzählen. Das ist ja super geheim gehalten. Ich rette euren Arsch. Dann mach mal, lange geht das hier nämlich nicht mehr gut. Ich wünsche dir viel Glück, was immer du auch vorhast. Ja, Welt retten, wie immer. Vielleicht mal kurz die Karte aufrufen, bestimmt auf M, oder? So, wo müssen wir hin? Okay, das ist jetzt erstmal nicht so akkurat. Vielleicht, wenn wir hier vergrößern. Du besitzt keine Karte dieser Region. Ja, gut. Vielleicht mal kurz bei Quests gucken. War das nicht Journal? Ah, L. Die Titanenwaffe. Ach, da können wir es aufklappen, ne? Finde Stahlbart, auf nach Takarigua. Die Black Betty fährt nach Takarigua. Wenn ich mich bei Kommandant Sebastian auf dem Schiff melde, nimmt er mich mit. Okay, ich würde sagen. Auf der Karte markieren. Markierung löschen, ja. Gut, ist es jetzt auf der. Ja, gut, also irgendwo hier müssen wir hin. Haben wir es jetzt auf dem Kompass oder so? Ich denke mal, wir müssen da hinten hin zu dem Schiff, ne? Aber. Ich will mich auf jeden Fall erstmal noch umschauen. Also, was haben wir hier noch? Juan, mit dem haben wir geredet. Also Juan, na ja. Den hat er mal gekillt. Lago ist sauer. Patty ist wach. Was geht denn bei Patty? Ah, mit Patty haben wir schon geredet, ne? Und? Gut geschlafen? Bis mich das Gebrüll von diesem Wahnsinnigen da unten geweckt hat. Wie hast du es nur die letzten Monate hier ausgehalten? Es gibt jede Menge Rum hier. Du klingst wie mein Vater. Ihr beide werdet euch bestimmt gut verstehen. Erzähl mir mal mehr über deinen Vater. Erzähl mir mehr über deinen Vater. Mein Vater hat mich damals auf Faranga sitzen lassen. Alles, was er mir ließ, war seine Seekarte und eine Seite seines Tagebuchs. Darauf beschreibt er die Lage seines Schatzes. Ich weiß nur noch nicht, auf welcher Insel der Schatz versteckt ist. Und genau das werde ich rausfinden. Du willst immer noch den Schatz deines Vaters stehlen? Nicht ich. Wir! Du hilfst mir, den Schatz meines Vaters zu heben. Und ich helfe dir, an deine Waffe zu kommen. Ach so, das ist ja ein super faires Angebot. Sag mal, ist dir schon mal aufgefallen, dass die Leute hier irgendwie ihre Münder kaum bewegen beim Reden? Die nuscheln alle so ein bisschen und reden trotzdem klar und deutlich. Aber das kompensieren sie mit ihrem äußerst marginalen Armgefuchtel. Achtet mal drauf. So. Abgemacht, naja, also mal gucken, wenn wir die Waffe haben, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich denke drüber nach. Hey, so nicht. Wir beide haben jetzt eine Abmachung und basta. Ich bin letzte Nacht knapp mit dem Leben davon gekommen. Ich bin jetzt nicht in der Stimmung für deine Spielchen. Hat man noch weitere Überlebende am Strand gefunden? Nein. Du warst die Einzige. Die armen Schweine. Na gut. Du hast doch bestimmt noch ein paar Sachen zu erledigen, bevor wir aufbrechen. Ich gehe schon mal runter zum Schiff. Unbedingt, ey, scheiße. Und ich dachte, das war ein Transportschiff. Ey, das war ernsthaft ein Viehtransportschiff. Die ganzen Schweine sind alle tot. Ist ja schrecklich. Jetzt müssen die alle hungern. Es geht hier oben, steht da der gute Typ, von dem ich den Namen vergesse. Der auch früher in Risen 1 der Kommandant Carlos, genau. Nee, Carlos ist nicht mehr hier. Ach, Carlos steht ja da unten, ne? Wir haben ja erst mit ihm geredet. Okidok. Mit Patty geredet. Und hier haben wir schon alles gelootet, wenn mich nicht alles täuscht. Schlafen. Oh, wir könnten mal schlafen, ne? Unser Leben ist ein bisschen gering. Ja. Gehen wir mal knacken irgendwo hier in einem Rekrutenbett. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Ah, nam, 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 nam. Gut ausgeschlafen. Hier wird niemals eine Bettdecke oder benutzt oder die Uniform ausgezogen. Das zieht alles schön ein. Haben wir Karre vielleicht irgendwas oder dahinter? Nee, gar nichts. Präsentiert das Gewehr! Okay. Hier konnten wir auch nichts klauen. Oh, da ist noch. Oh, da sitzt noch jemand. Und eine zur Überraschung verschlossene Truhe, aber. Hallo, Angus. Was machst du? Was ich immer mache, rechnen. Und wenn ich alles durchgerechnet habe, rechne ich's nochmal. Aber was nützt es? Die Offiziere und Rekruten wollen ihren Sold. Nur gut, dass das bald ein Ende hat. Es gibt bald keinen Sold mehr? Quatsch, nein. Ich bin bald hier weg. Wieso willst du hier weg? Ups, was ist mit meinem angeklickt. Sold? Du bekommst nichts.
Was? Ich habe genau gehört, was der Kommandant gesagt hat. Du bist kein offizielles Mitglied der Inquisition mehr. Das ist doch egal. Trotzdem will ich meinen Sold. Ich muss ja auch von irgendwas leben, oder? Du kennst dich doch gut mit den Vorschriften aus. Was? Silberzunge 5. Ich denke mal, das ist sowas wie Überreden, ne? Du kennst dich doch gut mit den Vorschriften aus, hm? Deswegen haben sie mich ja zum Zahlmeister gemacht. Dann weißt du doch bestimmt auch, wie ich in so einem Fall doch noch an meinen Sold komme. Naja, ich könnte es unter spezielle Aufwendungen verbuchen. Jetzt verstehen wir uns. In deinem Fall könnte ich 200 Goldstücke auszahlen. Ich nehme alles. So, und jetzt nochmal, du willst von hier weg. Du willst hier weg? Hast du schon mal über die Festungsmauer geschaut? Welche hier Richtung? Geht bald alles den Bach runter. Da habe ich mich zur nächsten Expedition freiwillig gemeldet. Die Expedition, die bestimmt irgendwo hingeht, wo es nicht toll aussieht. Erzähl mir mehr über die Expedition. Erzähl mir mehr über die Expedition. Ich weiß nur, dass nächste Woche ein Schiff hier ankommt, das in die neue Welt segelt. Der Rest ist geheim. Aber ich bin mir sicher, da hinten ist es besser als hier. Aha, kann man sich da so sicher sein? Nun gut, Expedition in die neue Welt, was auch immer die neue Welt ist. So, hier waren wir. Da links geht's noch runter. Hallo, Brückentorwache, die ja gar nicht geschlafen hat. Du weißt, wie es läuft. Solange das Schiff im Hafen liegt, bleibt das Tor zu. Anweisung des Hohen Rates. Wieso? Ich will auf das Schiff. Da gibt's bestimmt was zu klauen. Was ist an dem Schiff so besonders? Es ist ein Sklavenschiff. Obwohl das Gesetz, das uns vorschreibt, das Tor zu schließen, eigentlich völlig sinnlos geworden ist. Ich meine, wo wollen die Sklaven denn hin? In dem, was von Caldera übrig geblieben ist, kann sich sowieso kein Schwein verstecken. Und dahinter kommen die Titanen. Ja, das macht Sinn, also macht das Tor doch einfach auf. Ja, das Gesetz ist sinnlos. Das Gesetz ist sinnlos? Das ist jetzt aber völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ich sagte, das Gesetz sei eigentlich sinnlos. Gesetz ist Gesetz, das Tor bleibt zu. Warst du schon mal im Bereich hinter Caldera? Was weißt du über die Titanen? Ja, warst du schon mal im Bereich... Wahrscheinlich nicht, der sieht nicht gerade aus wie ein mutiger Typ. Warst du schon mal im Bereich hinter Caldera? In der Einöde? Da kriegen mich keine 10 Pferde hin. Da gibt's nur noch die Titanen. Hellseher! Und was weißt du über die Titanen? Was weißt du über die Titanen? Da weißt du mit Sicherheit mehr als ich. Du warst doch auf Faranga. Und, was erzählen sie über Faranga? Du bist Leutnant. Willst du die Wahrheit oder die offizielle Antwort? Die Wahrheit oder die offizielle Antwort? Naja. Kommt drauf an, ob die Wahrheit, die sie sich erzählen, auch wirklich die Wahrheit ist, weil dann muss ich sie eigentlich nicht wissen. Mich würde ja mal interessieren, wie das offiziell abgebucht wurde. Wurde da jetzt irgendeine tolle Geschichte erfunden oder einfach nur so beiseite geschoben? Die offizielle. Es heißt, das Okular, das du getragen hast, wäre verflucht und dass sie es dir abnehmen mussten. Und dabei hast du dein Auge verloren. Das stimmt auch. Dann ist der gut. Naja, so einfach war es nun nicht, ne? Schade, ich dachte, da kommt jetzt irgendeine Story, die offizielle Antwort ist. Du hast das mächtige Auge, das mächtige Okular dem Mendoza abgenommen, weil er verrückt geworden ist, hast es dir selbst eingesetzt und hast den Titanenlord bezwungen und hast so die Insel gerettet oder auch nicht. Und war es total toll, aber naja. So, und Tor, können wir das irgendwie aufmachen, durchgehen? Da sieht sehr interessant aus. Oh, da ist noch eine Wache. Ich will da hin. Ist das eine Truhe? Nee, das ist ein Fass. Ich muss da hin. Das Tor bleibt zu. Warum das Tor bleibt zu? Kann ich nicht irgendwie... vielleicht, wenn wir ihn töten... töten eventuell? Lassen wir das. Na gut, dann bleibt das Tor eben vorerst zu. So, wo können wir noch hin? Mit dem haben wir es uns verschissen. Wir können mal gucken, ob wir vielleicht so ins Lagerhaus reinkommen, ne? Hätten wir eigentlich schon mal gestern 8 tun sollen, ne? Oh, da steht jemand vor. Ich denke, das ist das Problem. Hallo, du da hinten, Herr Lagerverwalter. Gestern Nacht hat's wieder ein Schiff erwischt. Diesmal direkt vor der Festung. Ich weiß, ich war auf dem Turm.
Du hast es gesehen? Wie Kino. Ich hab's nur von der Schiffsbesatzung gehört. Es gab nur eine Überlebende. Und der Rest von den armen Teufeln liegt am Grund des Meeres. Naja, könnte sein, dass die Flut noch was an den Strand gespült hat. Wir können jedes bisschen Ausrüstung und Proviant gebrauchen. Das muss ich dir ja nicht sagen. Sieh dich doch mal am Strand um. Vielleicht findest du was Brauchbares. Klar, wenn ich was Brauchbares finde, kannst du davon ausgehen, dass ich mir in die eigene Tasche stecke. Wer glaubst du denn, wer ich bin? Können wir doch einfach ein bisschen rein spazieren? Raus hier! Selbstverständlich nicht, na gut. Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Gut, dann hätten wir uns vielleicht doch nicht das mit dem guten Lago verspaßen sollen und bei ihm irgendwie Schlösser knacken oder schleichen oder so lernen sollen. Oder können wir den vielleicht umhauen? Ist ja nicht so, dass hier jemand steht. Ah, ich spare mir den Gedanken mal für etwas später am Abend auf, wenn vielleicht nicht so viele Augen zugucken können. So, die Kiste haben wir schon gelootet und Treibholz haben wir finden. Ja. Treibgut meine ich. So, haben wir schon mal eins. Muscheln gibt es anscheinend keine mehr. Seestände, die man nicht aufheben kann. Da ist noch mehr Treibgut. Muscheln. Ich sehe nicht. Oh, doch, das sieht aus wie eine Muschel. Ah, doch, es gibt doch Muscheln. Treibgut, 3 von 6. Gibt's jetzt auch ein paar Sachen? Jetzt sehen auf einmal ganz viele Sachen für mich aus wie Muscheln. Schädel, ist das eine Muschel? Nee, schade. Das ist eine Muschel, oder? Ha. Aber anscheinend gibt's nur noch diese platten, muschelförmigen Muscheln. Also nicht mehr irgendwie Hornmuscheln oder so. Teleportieren wir jetzt immer noch einfach durch die Gegend. Yes. So, und hier. Ach, wir können die Viecher looten, Muscheln, ne? Aber erstmal. Muscheln, keine Muscheln mehr. Gib mir deinen Loot, du Samtteufel. Leuchtkugel. Vielleicht können wir die so einsetzen wie eine Fackel. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt, wo sie von ihrem Gewebe getrennt sind, was, das sieht doch genauso aus wie die anderen Muscheln, die ich aufgehoben habe. Oh Mann. Letztes Treibgut, ne? Okidoki. Oh mein Gott. Das Stahl. Naja. Oh Mann. Mir fällt das auf. Es gibt gar keinen Ausweichschritt mehr. Und er gibt mir total. Es gibt keinen Ausweichschritt. Na gut, das ist sehr blöd. Dann muss man halt wirklich einfach nur stupide draufhauen. Aber der Kampf lief doch gerade ganz gut. Vielleicht sind die jetzt gekommen wegen dem Treibgut oder weil die hier was verstecken oder bewachen. Pilze? Nein. Gerippe? Auch nicht. Oh lala, was haben wir denn hier? Pilze. Poku-Pilz. Ja, Proviant, was auch sonst. Was haben wir denn hier für eine schöne Höhle? Hoch, Blitz, Blitz. Quick Save. Ah. Hallo? Ist jemand da? Heldenkraut. Guck ich mir gleich an. Erstmal guck ich mir deutlich mehr um. Oh, können wir irgendwelche geilen Diamanten abstauben? Oh. Am Teufel. Ups, das lief gerade ein bisschen. Aua. Alter, nee. Hilfe. Ich sehe schon, was sie probieren. Sie wollen mich umzingeln, aber ich habe gerade schon eine Idee. Umzingelt mich mal jetzt. Na, wie sieht's aus? Könnt ihr mich nicht mehr umzingeln? Oh, meine Kampfgeräusche klingen ein bisschen gedämpft, würde ich sagen. Ja. Na gut, habe ich mir schon. So viel zu eurem Umzingelversuch, ne Leute? Das habe ich gut durchblickt. So, mehr Leuchtkugeln für mich. Was auch immer die machen können. Vielleicht steht's ja da. Leuchtkugeln, benutzbares Plunder. Leuchtkugeln, der leuchtende Fühler der Sandteufel. Muscheln. Keine Perle. Und nichts. Keine Perle. Cool. So, und jetzt. Ach, das Heldenkraut haben wir schon aufgehoben. So, was haben wir hier sonst noch? Ein Kraut, zwei Viecher. Und sonst nichts. Okay, schade. Keine wertvollen Diamanten, kein Reichtum für uns. Frag mich ja, ob diese Höhle schon mal jemand vor uns entdeckt hat, ne? Ist ja ganz weit weg von dem Stützpunkt.
Na gut, dann gehen wir wieder raus und würde ich sagen, gehen wir mal das Treibgut ab, aber jetzt hier links noch ein bisschen auf Pilze achten. Vielleicht gibt es hier noch mehr Popu-Pilze. Oh, Moment. Okay, da haben mich meine Augen gerade getäuscht. Ich dachte, hier wäre noch ein kleiner Eingang. Schade. Ich dachte eigentlich, wir könnten unserem Strand jetzt irgendwas Eigenes einsacken. Aber gut, dann eben nur Treibgut abgeben. Hoffentlich gibt es wenigstens noch Gold, sonst wäre es ja totale Verschwendung, wie wir jetzt getan. Und? Hast du was gefunden? Ja, ein paar Fässer und Kisten. Ein paar Fässer und Kisten. Mehr gibt es nicht zu holen. Das sieht gut aus. Gut gemacht. Gibt es auch ein bisschen Gold? Hol dir gefälligst deinen Sold bei Angus ab. Ich bin gar kein Mitglied der Inquisition mehr. Aber du hast doch deine Uniform an. Bald nicht mehr. Du gehst wirklich weg von hier? Ja, mit dem nächsten Schiff. Tja, in dem Fall. Alles Gute.